Moin moin liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Thema eSport zu dem heutigen Gruppenspiel Brasilien gegen Schweiz. Brasilien wird heute in Gelb spielen und Schweiz in Weiß. Da sind wir auch schon in der sechsten Spielminute. Brasilien kombiniert sich mit flachen Pässen in den 16er rein. Da kommen wir auch zum Abschluss und da ist auch schon das 1-0. Ja, springen wir rein in die 12. Spielminute. Schweiz kombiniert sich nach vorne, kommt zum Abschluss und der Torwart hält. Springen wir in die 14. Spielminute. Brasilien verliert im Mittelfeld den Ball. Schweiz spielt wieder schnell nach vorne, kommt wieder zum Abschluss. Der Torwart hält wieder. Abschluss vom Torwart von Brasilien. Brasilien spielt wieder nach vorne. Brasilien spielt sich frei. Kommt zum Abschluss und da ist das 2-0. Springen wir in die 34. Spielminute. Brasilien spielt den Ball links. Viele kurze Pässe. Kombinieren sich wieder in den 16er. Spiel flach vor Tor. Da ist auch schon das 3-0. Brasilien verliert auf außen den Ball. Schweiz kombiniert sich durch, kommt zum Abschluss. Leider weit drüber. Da also sind wir auch schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Schweiz startet nochmal einen Angriff über außen. Wollten abschließen, der Schuss wird geblockt. Der Torwart kann den Ball locker aufnehmen. Und das heißt, der Schiedsrichter auch schon zur Halbzeit. Brasilien geht mit einem 3-0 in die Halbzeit, denke recht verdient. So, die Spieler sind wieder auf dem Platz und der Schiedsrichter pfeift zur zweiten Halbzeit. Springen wir die 46. Spielminute. Brasilien spielt durchs Zentrum. Kann ein Spieler in den 16er freispielen. Der vernaschten Gegenspieler legt wieder flach rein, aber der Stürmer schießt leicht daneben. Wir springen in die 50. Spielminute. Schweiz über außen. Verlieren vorne den Ball, können den Ball aber wieder zurückgewinnen. Kommen vom 16er zum Abschluss, knapp am Tor vorbei. Eckball für Brasilien, wird reingetreten, kommt zum Kopfball, da ist das 4-0. Schöner Eckball, der Spieler kann sich gegen seine Gegenspieler durchsetzen und köpft das Tor.
Wir springen in die 61. Spielminute. Schweiz diesmal über links. Wieder viele kurze Pässe ins Zentrum. Kommt zum Abschluss. Und da ist das Tor. 4-1. Der Anschlusstreffer für die Schweiz. Kombinieren sich da wieder gut durch und ein schöner Abschluss. Ja, wir springen in die 73. Spielminute. Brasilien wieder mit vielen kurzen Pässen, können den Stürmer wieder freispielen. Er schiebt das Ding ganz locker im 1 gegen 1 unten rechts rein. Da sind wir in der 80. Spielminute. Brasilien diesmal über rechts. Können in die Mitte reindribbeln. Schweiz fängt den Ball ab. Verliert den Ball wieder im Mittelfeld. Brasilien spielt wieder nach vorne. Kommt wieder zum Abschluss. Und da ist das 6:1 für Brasilien. Ja, da sind wir auch schon in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Schweiz startet nochmal einen Angriff. Langer Ball nach vorne, aber der Verteidiger von Brasilien kann locker abfangen. Und da pfeift der Schiedsrichter auch die Partie ab. Ich denke, das war eine klare Angelegenheit. Brasilien gewinnt das Spiel hochverdient. Und dann lasse ich euch jetzt mit den Highlights alleine und wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.